Mahlzeit, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Planet Base. In der letzten Folge haben wir das Patent bekommen vom großen Wasserextraktor, dann sind wir noch am Bauen. Fehlt da noch zwei Metall? Ja. Dann würde ich mal schauen, was wir für Patente heute noch so kriegen. Ein bisschen Kohle haben wir ja. Mit Überschuss. Dann kann man gucken, was für Bots gebaut werden. Da wird ein paar Bots gebaut. Fehlen aber noch Teile. Die Halbleiter fehlen halt. Ne? Da ist schon ein Halbleiter drin. Da fehlt das Metall. Da das Ende Metall hin. Ja, ich will einmal so langsam das große Landepad bauen. Und dann auch eventuell Gäste zu locken. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, was sie bringen, ob die irgendwie, so sag ich mal, Geld bezahlen für die ganze Sache, wo sie benutzen. Oder was da genau ist. Genau, um zu gucken, ob wir noch irgendwo Bette unterkriegen. Oder so Kajüten. So, wird man noch unterkriegen. Ach ne, das soll es dann mit Betten. Kapitel mehr ist immer gut. Schauen wir mal gerade ein bisschen höher. Was ich sagen muss von dem Game, der Soundtrack ist richtig geil. Richtig passend die Mucke dazu. Was ist denn eigentlich aus mit unserem Strom? Drei sind voll, Enze hin ist gerade am Laden, ne? Ja. Ah, jetzt kommt wieder ein Schlumm. Ah, das Gute ist halt, die Dinger laden sich mega schnell, ne? Wenn man sieht. Bei so einem Sturm. Da drehen halt die Windräder durch. Okay, da müssen sie nur das Verbindungsstück bauen. Fast schon einen anderen Wasserextraktor kaputt machen oder austauschen gegen was anderen. Also überlege. Oder mal lassen sie einfach. Ja, was die kosten halt Wartung, ne? Und so viele Leute haben wir im Moment nicht. Weiß ja jetzt auch nicht, wo wir ins Abreise könnten, ohne dass wir gleich ganze Verbindung kaputt machen, weil ist klar, wenn ich es abreiße, sind die drei Mulle nicht verbunden an der Basis. Genauso wenn ich es abreiße, ist das ganze Chair nicht verbunden. Schneller.
Ja, jetzt dürfen sie wieder raus. Das dürfte auch kleiner Kummer, dass ich die Verbindung baue. Da bekommt schon einer. Herrlich. Okay, jetzt können wir auch mal Google Netz. Ja, 27 Produktion, 15 Verbrauch. Mit Energie müssen wir vielleicht noch googeln. So, was hat denn der? Kohle auf jeden Fall. Das heißt, wir geben Arznei her. Bioplastik. Ich denke, wir müssen mal ein bisschen langsam machen mit dem Bau, langsam, dass ein bisschen Metallüberschuss zusammenkommt. Also kriegt man keine Bots zusammen. Das macht keine Waffe. Weil wie gesagt, ich will schon, dass die Waffenschränke ein paar Waffen gelagert haben. Darüber könnte es sein, ja. Dass wenn man ein Besucher rumballert, sich unser Felser auch irgendwie verteidigen können, weil sonst wird's unschön. Aber was wir machen können, wir können der Lager 4 Stück. Das heißt, das waren die 4 Bett. Dann haben wir wieder einen Schrank und noch ein Bett. Sitzen wir oben mit dem Abbau aus. Ja, die kommen gut hinein. Bioplastik hätten wir genug. Ich kann noch gucken, ob wir irgendwas komisches zu essen finden. Na, wir machen noch eine Heilpflanze. Ich weiß halt jetzt nicht auswendig, was wir schon haben. Rettich und Zwiebel. Kartoffel. Zwiebel hätten wir da schon, Rettich auch. Warte mal. Das machen wir mal weg. Die Halbpflanze machen wir mal auf die andere Seite. Ich kann mal so einen Baum da gepflanzt. Genauso auf der anderen Seite. Verbraucht zwar ein bisschen Sauerstoff, aber das hat man schon gewuppt. Das machen wir da weg. Pflanze, Salat, Erbse, das ist für eine Gentomate. Dann machen wir Pilz weg und setzen dafür mal eine Kiefer. Oder Eiche. Jetzt muss er was. So, da ist ein Baum. Der wächst auch ziemlich fix. Ah ne, das macht die leider ein bisschen glücklicher, wissen wir. Ein paar Bäume sind immer gut. Okay, der wächst auch. Das heißt, die Leute bleiben jetzt vorne drauf stehen, bewundern das Ding. Und geht's dann besser. Aber ich meine, das kann man mal irgendwo verstehen, oder? Wenn man gewohnt ist, irgendwie auf der Erde zu leben und dann ist so ein quasi toter Planet versucht zu überleben, da ist man froh über jedes Grünzeug.
Oder über jeden Alkohol. Je nachdem. Das ist ja nicht gut. Okay, die waren jetzt repariert. Das auch. 4-2 Ersatzteile immer noch. So, da bauen wir jetzt noch ein paar Bettler. Flakon haben wir noch. Schau jetzt voll. Hier schau alles voll. Esse. Esse geht. Da ist es. Schuss ungedingte Energie im Aufbehalte. Ah, ist aber fett Wind. Es lässt sich sogar auf jetzt nachts. Jetzt ist schon wieder Tag. Dann drehen die ganzen Kollektoren oder Solarmodule alle wieder in die Richtung. In die Richtung der Sonne. Stellen wir uns mal auf den Berg. Ah, mit Fall ist nicht, dass man nur einen Button. Wirklich. Kohle fürs nächste Patent, wo sie eventuell im Angebot hätten. Hätte man, denke ich. Weil die legen gut mit Arznei noch. Und Arznei ist halt immer was Gutes zum Verkaufen. Dasselbe mit Halbleiter, wenn wir da ein bisschen Überproduktion hätten. Mich freut es, dass wir Ersatzteile gut hätten. Bioplastik geht auch ab, wie Rosamobet. Da wird gerade einer automatisch repariert. Input. Manchmal muss ich sagen, der Put, weil einen mehr nur einer. Ich höre einen Flieger. So, was ist du? Überhaupt, warum nicht? 640. Das wird. Ich bin ganz sicher, ob die Händler unterschiedliche Preise haben oder ob das so Standardpreis ist. Boah. Na gut, wir hätten jetzt noch ein bisschen Geld machen können. Scheiße. Das ist chillig mit der Musik.
haben wir Hühnchen, brauchen wir nicht. Dann machen wir Kuh und so Schwein. Ah, hopp. Gute Chance da noch bald einen Bohrbutt zu bauen. Das würde ich auf jeden Fall mal feiern. Dann müssen unsere Leute nicht mehr in die Mine. Pest machen sich nicht mehr weh. Er ist wieder Arznei gespart, wo man wieder verkaufen kann. Nachlege noch. Da können wir noch Sitzpartie hier machen. Die machen keine Ballermänner, Leute. Was los? Fehlt so viel Eisen wieder. Was willst du? Ich hab schon wieder das Modul. Nein, wir sparen noch. Wir müssen uns gut Geld geben. Das ist ziemlich runtergegangen jetzt, ne? Ja, ich bin noch ein bisschen verschwenderisch. Irgendwie gab es, glaube ich, eine Möglichkeit, irgendwie den Ruf von der Händler zu verbessern. Samsturm kommt bald. Stelleweise sind ein paar unglücklich. Da ist er schon. Na gut. Na gut, über Alarmschiff gelb können wir machen. Jetzt wäre es cool, wenn wir jetzt zwei neue Kollektoren hätten. Die würden sich jetzt komplett umfühlen. Münze. So, machen wir wieder den Alarm aus. Wieder repariert machen. Thank you.
Huch, jetzt sehe ich schon, die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Das ging jetzt auch wieder fix. Ja, wenn es richtig Spaß macht, ne, dann geht die Zeit. Zeit verfliegt quasi. Ist nachher beim Arbeiten immer so schnell gewittert. Naja. Okay, ihr Lieben. Hoffen wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao.